am Bein hat und Kopf und Rücken hätte ich noch. Gut, dann fliegen wir jetzt, glaube ich, nochmal zurück zum Industrial ab. Ich möchte bitte noch Rechte bekommen. Du kriegst auch noch Rechte. Kannst du vielleicht zu einem Industrial-Hub, der mehr so im roten Bereich ist? Ja, also ich könnte theoretisch auch dahin fliegen, aber ich fliege jetzt erstmal dahin, weil dann können wir die Mechs reparieren und dann können wir weiterfliegen. Weil ich glaube, der eine Mech, den wir da haben, der ist so ein bisschen kaputt. Wirtschaftlicher Totalschaden? Ich würde vielleicht sagen, ein Totalschaden wirtschaftlicher Art. Hm. Oh Gott. Ja, aber ich habe kein Double Heatsink verloren. Das ist gut. So. Dann gucken wir mal, was gibt's hier? Oh, guck mal, hier gibt's wieder ein Atlas D. Na, Außen 8V. Irgendwas anderes Interessantes. Oh, guck mal, nochmal. LRM20 Stream Arti Interesse? Ja, beide. Ah. Dann kann ich umbauen. Gut, dann hat es sich gelohnt, hier hinzufliegen. Falls du noch hast, kannst du auch gerne noch LRS20. Streak SRMs. Nee. MO. Krieg ich ja gleich. So. Wie sieht's aus mit 10er LSR? 10er LSR? Was für LSRs willst du? Streams oder normale? Stream, ob du da irgendwie noch was Größeres hast als 2. Nur die Arti. Nee, alles klar. Was ist denn hier irgendwo Stream? 70 Tage, 337.000 nochmal für die Reparatur. Ja komm, wenn ich nicht gewesen wäre und die ganze Zeit gefressen hätte... Ja, das stimmt. Da wäre von euch auch nicht mehr viel übrig, dann seht ihr genauso aus. Und zwar alle beide. Dann hätte es halt der Commander gefressen. Ja, mein Gott. Ja, aber der Commander, wie sah meiner aus? Der hätte auch nicht mehr viel fressen können. Höchstens noch 200 Punkte irgendwo. Hast du vielleicht noch da ein LSR 10 ST mit Art? Ja, ein Zweier. Ja, dann muss ich den erstmal nehmen. Ist gekauft. Ansonsten hätte ich da noch einen 3er 20er, also Tier 3 20 und Tier 2 20er. Ja, damit ich halt eine Munitionssorte nur nehmen muss. Ja, klar, macht ja auch Sinn. Mhm. Jeweils eine Tonne mehr, ne? Ja, aber bei den 20ern macht es weniger aus als bei den 5ern zum Beispiel. Ja. Und ich bin der Meinung, also zumindest ich bin der Meinung, dass die 20er Arti macht schon wesentlich mehr Sinn als zum Beispiel eine SRM 2 Arti. So, dann war das früher, also ich bin mir jetzt nicht sicher, bei MechWarrior 3 und 4 war Artemis ein System, das du extra einbauen konntest. Ja. Das nicht an die Waffen gekoppelt war. Richtig. Ja. Da hast du pauschal, glaube ich, einmal 6 Tonnen für bezahlt oder sowas. Ja. Mhm. Ich meine, das wäre bei den ersten RogueTech-Mods auch so gewesen. Oder? Wobei ich mich halt immer noch frage, was soll halt das Art hier bringen? Weniger Streuung. Die wollte ich gerade sagen, die Raketen fliegen in der engeren Formation. Bei Stream. Ja, du hast punktuell genauere Treffer. Schön wäre natürlich auch ein Follow the Leader. Entschuldigung. Sag, wenn du fertig geworden bist. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja. Da ist noch einer nicht umgebaut, repariert jetzt. So. Gut, dann fliegen wir nämlich weiter in Richtung eines roten Hubs. Aber mach doch mal kurz einen Zwischenstopp. Hier will nämlich noch jemand umgebracht werden.
Ich will ja weiter Reputation erhaben. Na, ob sich das noch lohnt. Naja, ich will es trotzdem haben. Einfach weil. Weil dann lohnt's. Ja, dann kriegen wir vielleicht auch mal was Vernünftiges vom Battlefield runtergeholt. Und sieh an, die Piloten sind zumindest wieder heile. So. Wie unpersönlich er über seine Piloten redet. Die Piloten sind heile. Das ja, was ist ja wieder richtig wertvoll. Was denn? Was erwartest du? Erfreuliche Wörter. Der Pilot ist wieder gesund. Freuen wir uns. Hier ist eine Party. E-Mail, hat er keinen Arm verloren? Wie lange wollen wir noch warten? Das ist die Frage. Ich kann eh noch 95 Tonnen nehmen, ich sehe es schon. Schon gut, hat erledigt. Dann warten wir jetzt nur noch 19 Tage. So. Ah, ihr wolltet einfach nur bezahlt werden, ich verstehe. Genau. Du willst noch ein paar Kekse an deine Familie nach Hause schicken, ja, ja. Meine Familie ist bei einem tragischen Mech-Unfall gestorben. Und hat beide Arme verloren. Der Pilot ist besoffen aufs Dach gestiegen. Ja, ja. Durchs Dach getreten. Kommt ein Mech-Jockey in eine Bar. Kroto, das Dach ist auch im Bar. Ja. Es tut mir leid, das musste ich eben irgendwann mal als... Einer muss noch annehmen. Oh, Verzeihung. Ja. Oh, Koto. Ich bitte um Verzeihung. Keine Arme, keine Bestätigung. Keine neue Mission. Ja. Landurlaub. Wird doch mal wieder Zeit. Ja. Wir können sehr viel Spaß hier haben. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Und dann noch so ein schöner grüner Planet. Ja, überall da werden wir gleich ändern. Ja. Das war direkt mit der Sense durch. Der Verwaltung verursachen. Was? Erstmal direkt anrauchen. Apropos, wo soll meine E-Zigarette? Ich hab schon lange nicht mehr gezogen. Ja, zu hoch. So viel Spaß mit euch, Jungs, dass ich das raus vergesse. Oh mein Gott! Wir haben einen schlechten Einfluss auf dich. Nachher wirst du noch. Wenn ich wegen euch länger lebe, verklage ich euch. Ist okay, du kriegst dann ein paar Lebensjahre, die ich nicht so lange habe. Autsch. Autsch. Für einen tendenziell suizidal depressiven ist das echt keine schöne Idee. Also. Ja. Mac. Oh, komm, guck mal, sogar Elite, der Junge. Elite-Pilot. Ja, was? Zu nah! Da steht dran, also auf links unten in der Ecke steht drin. Was ist denn hier los? Was das für ein Pilot ist. Also links oben steht ja die kleinen von Mac und Autsch, 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 Autsch. Hast du gewonnen? Nein, ich bin hier gerade euch am Arsch am Rennen. Ja. Ja, ich zerleg derweil mal den Arsen. Autsch, 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 mein Zentrum Torso ist orange, ich bin weg. Ich bin raus. Alter Schwede. Das waren ein paar zu viele. Da kommen noch mehr. Du hast ja vorher gespeichert. Mhm.
Ja, ich glaube, die wirklich doll stark. Aber die halte ich nicht auf. Brauchst du auch nicht. Also, wir haben schon welche ausgeschaltet. Wir müssen eigentlich nur versuchen, irgendwie Richtung Ausgang zu kommen. Und das mieseste Viehzeug haben wir doch schon ausgeschaltet. Tja, ich bin schon weg, da hast recht. Okay, dann versuche ich zu laufen. Was down. Oh, Scheiße, ich bin eingeklemmt. Ich hab 3 Waffensysteme verloren. Ach, da. 100 Meter. Ich hab da ein bisschen was mehr. Ammo Explosion detected. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann hoffen wir mal, dass du rechtzeitig rauskommst. Das ist dein rechtes Bein. Oh, Alter, wo bist du? Immer dieses martialische Humpeln. Ja. Hup, hup, hup. Aber den einen habe ich zumindest den Zentatorso noch fast weggekriegt. Bevor er meinen Zentatorso genommen hat. Au. Schöne Badge. War mal echt kein Anstand mehr, ne? Die Gegner. Ja. Irgendwas Interessantes? Nope. Also ich habe nur einen Arm und ein Bein verloren und habe trotzdem 1,3 Millionen. 200.000 mehr als der Commander, der einen Arm und den Center-Torso verloren hat. Aber vom Center-Torso ist hinten noch ein Stück übrig. Vor allem, der Commander verletzt sich nicht. 75 Tage. Ah, guck, es gab 2 PPCs dafür. Und 4er LSL. Wir fliegen jetzt gleich mal zum Hub. Bin mir nicht so sicher, warum. Ein Glück, dass gerade aus dem Golden Schauer ein paar Waffensysteme rausgenommen wurden. Die kann ich direkt bei mir implantieren. Verlorenen. Ich meine, das Positive ist, das war nur eine 80er und keine 95er Mission. Bei der 95er sind wir einfach durch. Oh, AC5 Burstfeuer, yay. Aber ich habe keinen Doppelwärmetauscher verloren. Yay! Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber dafür eine 4er PPC. Vor allen Dingen, weil ich hatte hier nur den Signal Heatsink in Engine Slot drin. Lustig. Wir brauchen neue AC20. Wir haben nur noch einen Sack. Ist okay. Kann man organisieren. So, die Spider kommt mal rüber, dann holen wir sie. So. Dann holen wir sie da raus. Verkaufen, verkaufen. Die Mix sind nicht so schön. Wir brauchen AC20er. Aber eine LB10XAC Solid. Sind da. Okay, die Streak-Ammo kriegst du ja mittlerweile schon überall, aber sonst nichts. Ich habe nur keine AC-20 hier gefunden, leider. Ich sag noch, wenn wir welche sehen. Ja. Da siehst du mal. Warum kannst die Intel sehen, welche Mission es gibt, aber nicht was für ein Scheiß er verkauft? Na gut. Alle Battlemechs refitted? Jawohl. Dann fliegen wir jetzt mal darüber. Schauen nach, was es für. Thank you.
Ja, PPC. Eine 4. Ich glaube, die Dinger sollte man so langsam mal einsetzen. Battlemaster, Centurion und Stalker. Also nichts Interessantes. Ein Hundi. Geht's nicht? Ja, so verdreifacht man einfach mal sein Habe, ne? Ja. Okay, hier ist auch nichts Interessantes. Fliegen wir mal runter nach, zu dem da. Ja, wir brauchen ja eh noch 53 Tage, bis irgendwas passiert. Ich hoffe, ihr genießt euren Urlaub. Euren Zwangsurlaub, den ihr selber verursacht habt. Nachdem ihr mich nicht genug beschützt habt. Das Bordell, was du uns gebucht hast, ist echt super. Ah, Panther KK. Der hat da die Zings. Ja, mit der Weide tauchen die ganzen LBX A10 die Solids auf jeden Fall auf. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn es halt nur am Anfang die Einer sind. Tier 1. Die lohnen sich immer, die kannst du immer einstecken. Reichen dir die Vierer? Achso, das ist im Equipment. Das ist drei Vierer, ah. Ja. Ja, gut. Also, sobald wir einen Annihilator haben, brauchen wir halt noch einen vierten. Na dann. Ja, da passen halt vier rein, was willst du machen? Ja, ich weiß. Ich meinte. Ja, dann. Schaue ich lieber erst im Market, statt die zu verkaufen. Holen wir nochmal eine vierte, eine Zweier, die kann man ja immer noch ersetzen. Kommt drauf an, es gibt ja auch noch einen reinen Laser. Anni. Das ist nur Remax. Den Laser habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Dann fliegen wir einfach mal zu unserer Kampagne und machen die weiter. Danach fliegen wir wieder ein Stück höher und fliegen durch die anderen Industrial Hubs. Ey, guck mal, das ist auch nur eine 80er. Was ich ja lustig finde, auf dem Papier mache ich mit dem Stalker, mit meiner Konfiguration jetzt, einen Schadenspunkt mehr als dein Stalker mit dem Artillerie. Was kann daran liegen, weil du in dem einen noch eine kleinere LSR 10 hast. Ja. Na, schauen wir mal. Auf wie viel Munition musstest du jetzt verzichten? Gar nicht. Okay. Panzerung. Ich habe auf Panzerung verzichtet. Ja, 130 Punkte Panzerung. Aber nachdem er die meistens eh die hinten steht, ist das nicht ganz so schlimm. Was aber auch bedeutet. Raziel ist derjenige, der gerade sind gesund. Was meinst du gerade? Solche Aktionen wie gerade sind nicht gesund für mich. Ja.